komm da jetzt mal hoch mit dir. So, da ist das Schiff. Hoch. Oh, das ist doch scheiße. Hier über die Tonnen. Komm, 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 komm. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Titanfall in der Beta. Ja, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Bin schon mal in das Spiel eingestiegen und wir machen wieder diesen Attrition-Modus. War ja letzte Folge ganz witzig gewesen. Schauen wir mal, ob das so weitergeht. Also bislang bin ich ja wirklich hellauf begeistert von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe nicht mehr so viel Spaß gehabt bei einem Ego-Shooter. Das ist aber wirklich durch diese Mech-Komponente, die ist schon ganz geil auf jeden Fall. Und es spielt sich auch alles ein bisschen schneller. Gefällt mir. Kann man crunchen, kann man mal wegballern. Achtung. Aber der sieht uns gerade nicht. Alles drauf hier. Achtung, der explodiert gleich weg. Alter, wie diese Kack. Gegner. Hier ist einer. Das ist so lächerlich, Leute. Ich find's einfach nur geil. Ich find's cool. So, irgendwo hier in die Richtung sind ganz viele rote Punkte. Das ist auch ein Gegner. Bam. Ja, unser Schild ist ja noch weitestgehend voll, so wie es aussieht. Hier ist auch ein Gegner. Haben wir auch erwischt, wunderbar. So, dann schieß ruhig schön weiter. Okay, ist aber ausgewichen. Wir sind offen. Ne, der gehört zu uns. Okay, ich muss erstmal weg hier, das Schild hier ein bisschen aufladen. Alter, das ist ungünstig gerade. Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, ausweichen. So, jetzt sieht er uns erstmal nicht. So, Schild aufladen, Schild aufladen, Schild aufladen. Wir müssen jetzt erstmal hier warten. So. Okay, dann noch auf ein neues. Alter, es ist aber auch wirklich auch aufregend. So, Schild. Da haben wir richtig viel gesammelt. Ich habe, glaube ich, vorbeigezielt. Es ist dann aber auch immer schwierig. Wir sind gleich down. Okay, ich muss gleich raus hier. Raus. Go, 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 go. So, jetzt schnell hier auf diese Anti-Titan-Waffe wechseln. Alter Schwede. Ist das aufregend. Finde ich zumindest. So, hoch hier. Cloak an. Der explodiert gleich. Scheiße. Da will ich nicht in der Nähe sein, wenn ich überlege, dass ich da schon mal mit einem Mech explodiert bin. Und da war ich schon... Hatte ich eigentlich schon gute Distanz aufgebaut. So, der gehört mit zu uns. So, hier sind auf jeden Fall ganz viele Crunchs. Links oben auf der Map sehen wir das. Ich mach mal Cloak an. Hier. Level 9. Großartig. So. In die Richtung müssen wir an sich gehen. Das sind auch wieder viele. Dass wir erstmal schön schnell... Das ist ein Gegner? Ja. Dass wir erstmal schön schnell wieder unseren... Hier ist auch noch ein Gegner. Unseren Titan wiederbekommen. Gegnerischer Titan. Der auch. Ich versuche mal hochzukommen. Ich glaube, der explodiert gerade, oder? Ich weiß es nicht. Schieß da mal. So. Bam, 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 bam. Weiter, weiter, weiter. Hammer. Wunderbar. So. Cloak wieder an. Ist noch einer. Komm, komm, komm. Drauf hier. Schießen. Und wir können dann schon unseren Titan wiederholen. Das mache ich aber erst, wenn ich den hier down habe. So, der ist auch down. Wunderbar. So, ich hole mal unseren Titan. Den schicken wir mal hierher irgendwie. Alter, Alter, Alter. Das fetzt mir, Leute. Das fetzt mir. So, jetzt kommt er. Schnell rein, rein, rein. Go, go, go. Ab geht's. Action, 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 Action hier. Hier ist ein Gegner. So, die sind down. Hier ist ein Gegner. Hier oben irgendwie. Scheiße, ich muss nachladen. So, jetzt. Ah, das sind auch nur Spectral gewesen, das sind auch nur NPCs. So, gucken wir mal, dass wir irgendeinen Titan finden oder so. Kleine Vieh kann man ja auf dem Weg mitnehmen. Ja, links müsste auch noch irgendwo einer sein. Ist gerade verdächtig ruhig hier. Ich mach mal ein bisschen in die Richtung. Hier ist ein Gegner. Ja. Alter! Was war das jetzt gewesen? What the fuck? Ist irgendein Titan auf uns draufgesprungen, aber das war doch bestimmt... Alter, das war bestimmt Zufall gewesen, oder war das mit Absicht? Der ist gerade da gelandet, weil den jemand gerufen hatte, glaube ich. Heftig. Dummer Tod. Na gut, weiter geht's. Machen wir mal hier in die Richtung erstmal. Ich werde dann irgendwann mal dieses 3-Punkte-Verteidigen ausprobieren. Oh, das ist ein Gegner. Ich versuche gleich mal jetzt drauf zu springen hier. So. Komm, go, 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 go. Also, wie man interessieren würde, ist, was man dagegen machen kann. Es muss ja auch eine Möglichkeit geben, da den abzuschütteln. Okay, wahrscheinlich aussteigen. Okay, der ist ausgestiegen, um mich dann runterzuschießen. Alles klar, ich verstehe.
Okay, ich hätte gedacht, da gibt es irgendwie eine andere Option, dass man das Ding überhitzt oder sowas. Hätte ja auch sein können. So, noch eine Minute ungefähr. Dann haben wir wieder unseren Titan. Nachdem wir da irgendwie unglücklich geplatzt sind. Machen wir Cloak an. Machen wir wieder hoch hier. So. Der brennt nämlich auch schon. Der ist gleich down, der ist gleich down, der ist gleich down. Komm. Komm. Okay, Hammer. Wunderbar. Das sieht ganz gut aus vom Punkten. So, wir holen mal unseren jetzt hierher. Hör mal Cloak an. Vorsichtshalber. Da ist der auf uns gelandet, glaube ich. Der ist wirklich auf uns gelandet, der Gegner. Vorhin. So. Der gehört zu uns. Aber hier irgendwo ist gleich einer. In der Richtung ungefähr. Ich mach mal hier lang, dass wir den vielleicht von der Seite... Hier, Gegner. Das war aber jetzt ein richtiger Spieler gewesen. So, hier. Ah, der ist noch in dem Schutzschild drin. So, jetzt kann ich schießen. Scheiße. Okay, C, C, C. Da kann ich nämlich draufhauen. Feuer. Okay, Schutzschild. Vortex, komm mal. Schießt der gar nicht? Wie schießt denn der nicht? So. Okay, ich muss raus, Leute. Ich bin tot, okay. Ich war gerade noch ein bisschen irritiert gewesen. Der hatte aber auch nicht mehr viel gehabt. Habt ihr das gesehen? Also sein Schutzschild war weg und er war auf ungefähr 30% Runde. Also so schlecht war das nicht gewesen. Ja, okay, 2 Minuten. Aber das Match ist sowieso gleich vorbei. Steht 234 zu 214, brauchen noch 16 Punkte. Versuchen wir mal noch ein paar zu holen hier. Müssen aber erstmal ein paar Gegner hier auftauchen. Hier ist ein Spectral. Hammer. Das bringt uns ja auch Punkte, wenn ich die kille. Achtung hier. Versuchen wir wieder hochzu. Oder wir nehmen mal die Waffe. Ey, der brennt ja schon. Dammit. Den habe ich gar nicht gesehen, den guten. Aber da finde ich immer die Perspektive doch mal ganz angenehm, um das mal nachvollziehen zu können. Okay, wir haben gewonnen. So, und jetzt geht es darum, die fliehen wollen, bei der Evakuierung die aufzuhalten, beziehungsweise dann das Schiff. Alter, ich darf jetzt aber nicht sterben. Glaube ich. Weil dann tue ich nicht respawnen. Und jetzt bin ich gestorben und ja, wir tun nicht respawnen. Okay, scheiße. Aber das gucken wir uns jetzt hier mal noch an. Letztendlich ist es so, dass man, wenn man verliert, muss man das Schiff rein, um wegzukommen. Man kriegt dann, glaube ich, noch ein paar Bonuspunkte, wenn man das schafft. Und das Gewinnerteam muss die aufhalten, beziehungsweise hat auch die Möglichkeit, das Schiff zu zerstören. Aber das ist gar nicht so leicht, weil das nicht lange da ist. Da hinten sieht man es gerade. Man hat es ganz kurz gesehen. Hier. Weil das nämlich super schnell startet und auch einiges aushält. Also braucht man wahrscheinlich mehrere Titans, um das Ding hier down zu bekommen. Ich bezweifle auch, dass die das jetzt schaffen hier. Ja, es fliegt weg. Alles klar. Habt ihr auch noch nie gesehen, dass das explodiert ist. Aber es wurde nur einer evakuiert, so wie es aussieht. So, na gut, aber wir haben 47 Punkte. Ist ja okay. Wir haben 2 Piloten gekillt, 2 Titans gekillt und 32 Minions. Sind 8 Mal gestorben, am meisten. Immerhin was. So Leute, ich habe mal einen ganz kleinen Cut gesetzt, denn ich würde sehr gerne mit euch mal ganz schnell einen Pilot als auch einen Titan Loadout erstellen. Das heißt, dass wir das hier selber spezialisieren, worauf wir Lust haben. Nochmal einfach mal hier. So. Wird nicht so lange dauern, denn wir haben sowieso nicht so viel zur Auswahl. Und wir haben vorhin nach dem letzten Match die Sniper hier freigeschaltet. Ich hätte ja fast mal Lust, die mal auszuprobieren. Kann man schön aus der Range die ganzen Bots und so ausschalten und kann dann vielleicht noch ein bisschen schneller an seinen Titan rankommen. Wir können es ja mal einfach mal ausprobieren. Nehmen wir noch den 6-fach-Zoom und Factory Issue, kann man sowieso nichts anderes zur Auswahl. Anti-Titan Weapon, die Auswahl ist wirklich noch sehr begrenzt. Nehmen wir erstmal den Rocket Launcher, Sidearm. Nämlich die hier, die hat ein bisschen höhere, oder weil wir höhere Range haben. Ich nehme die hier einfach mal, passt schon. So, dann hier, Spezialfähigkeit. Cloak oder Stim? Stim haben wir auch vorhin freigeschaltet. Das boostet unsere Geschwindigkeit und unsere Lebensregeneration. Ich finde aber Cloak schon eigentlich ziemlich cool. Ich lasse das erstmal noch. Was haben wir hier? Frag Grenade, Arc Grenade. Okay, die macht hier ein bisschen weniger Schaden als die Granate hier. Dafür tut die Systeme vom Piloten als auch von den Titans irgendwie stören, wie es aussieht. Ja.
Okay, ich nehme trotzdem die Frag Grenade, weil ein bisschen was habe ich damit schon gekillt und weiß ich erstmal, woran ich bin, das passt schon. Irgendwann werde ich sowieso hier noch ein bisschen rumprobieren, wenn ich das wirklich noch weiterspielen sollte. Und bislang sieht es vielleicht sogar danach aus. Mal gucken, wie sich so weiterentwickelt. So, hier haben wir es schon rausgesucht. Wunderbar. Dann Tier One Kit. Was haben wir denn hier? Okay, dann tun wir unsere Fähigkeit schneller aufladen. Dann mehr Munition, wie es aussieht. Und hier können wir mehr Parkour machen. Würde ich einfach mal sagen, ich nehme mal hier Power Cell. Ich finde das schon eigentlich gar nicht. Oh nee, wir nehmen das hier. Dass wir ein bisschen mehr an den Wänden rumkraxeln können und so. Tier 2 Kit. Nö, ich nehme das hier. Minendetektor. Minendetektor, genau. Minion-Detektor. Es ist schon ein bisschen spät, Leute. Da sehen wir wieder die NPCs auf der Minimap. Ist vielleicht der Sniper gar nicht so schlecht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So ein Geschlecht. Können wir einfach mal so lassen, wie es ist. So, gehen wir zurück und dann mache ich mal ganz schnell noch den Titan. So. Hier können wir noch nichts raussuchen. Würde ich ja glatt mal die hier nehmen. Ich glaube, wir hatten immer hier diese Quad Rocket gehabt hier. Zumindest diese, was hatten wir das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall hatten wir die ganze Zeit immer die hier benutzt. Ich nehme mal diese Chain Gun, probieren wir einfach mal aus. So, was haben wir noch? Vortex Shield, das andere steht nicht zur Auswahl. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm, weil das Vortex Shield schon immer ziemlich nice ist. Hier geht auch nichts anderes. Hier können wir was raussuchen. Okay, da wird unser Schutzschild wird schneller regeneriert als normal. Aber letztendlich, wenn man einmal in Sicherheit ist, dann wartet man ein paar Sekunden mehr. Da würde ich doch mal eher hier diese nukleare Explosion nehmen, wenn wir sterben. Weil das ist schon ziemlich heftig. Ich nehme das einfach mal. Und Tier 2, Survivor oder Auto-Eject. Okay, da tun wir einfach automatisch unseren Notstuhl-Dingsbums auslösen. Ich nehme mal Survivor. Wir leben länger, wenn wir in dieser Phase sind, wo wir langsam dann sterben, sozusagen, oder so, dieser Balken voll wird. So gut, lass mal einfach mal so, wie er ist. Ich finde es schade, dass man den Namen nicht ändern kann, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass die das irgendwann nochmal einbauen. Immer zurück und machen weiter. Ich setze wieder einen kleinen Cut. Wir können jetzt mal Hardpoint machen eigentlich. Wir machen jetzt mal Hardpoint, da haben wir gleich mal noch einen anderen Modus, den wir jetzt hier mal spielen können. Also, ich setze einen Cut und wir sehen uns dann, wenn es losgeht. Also, bis gleich. So Leute, los geht's jetzt mit unserem Piloten, den wir selber erstellt haben und unserem Titan, den wir selber erstellt haben. Wobei ich mir gerade ein bisschen unsicher bin, ob die Wahl jetzt so gut war für den Modus, den wir jetzt hier ausgesucht haben. Aber werden's ja sehen. Nur falls kann ich das, glaube ich, dann immer noch wechseln. Machen wir das mal. So, gleich geht's los. Matsch. Und jetzt möglichst schnell die Punkte einnehmen. Nehmen wir erstmal... Okay, C können die auch selber machen. Aber es will keiner 10er. Gut, dann mache ich das halt. Moment. Und da stehen jetzt doch Leute von uns. Ich weiß es nicht. Hier ist C. So. Müssen wir irgendwas machen? Nee, dann müssen wir hier stehen bleiben. Ist das ein Gegner? Ja, das ist einer von uns, glaube ich. So, wir haben 2 Punkte. Das ist ja schon mal gut. Es gibt ja nur 3. Und dann gucken wir mal, wie der Modus so ist. Versuch mal heimlich hier den A-Punkt zu klauen. Ob mir das gelingt, ist natürlich fraglich. Aber mit der Sniper bin ich hier, glaube ich, nicht so gut bedient. In dem Modus. Hier ist keiner. Schnell hier hoch. Was hinten? Das schaffen wir wahrscheinlich wieder nicht, oder? Ne, schaffen wir leider nicht. Die Sniper mag ich gerade nicht so gerne, Leute. So, Punkt A haben wir auch. Jetzt haben die Punkt B eingenommen, die Säcke. Ich mach mal Cloak an, vorsichtshalber. Wo sind denn hier die Gegner? Die Gegner sind da auf jeden Fall. Ja, Gegner sind auf jeden Fall da. Ich glaube, ich mag die Sniper gerade nicht so gerne, Leute. Das macht in dem Modus nicht so viel Sinn. Ich mach mal wieder Assassin. Und Titan. Ja, den Titan können wir erstmal lassen. Aber Sniper macht, glaube ich, in diesem Modus nicht so viel Sinn, weil man ja ständig auf wirklich spezielle Punkte fokussiert ist. In den normalen Deathmatch kann das schon wieder cooler sein, weil da kann man sich auch mal verschanzen. Da ist es eigentlich egal, wo man ist. Hauptsache man hat eine gute Position dann. So, ein paar Gegner wären mal ganz angenehm. Bislang ist es jetzt hier noch nicht so spannend. Kommen wir hier hoch. Wunderbar. So, weiter geht's. Hier ist ein Gegner. Alter, unfassbar wie scheiße ich bin. Ich lade mal nach schnell. Hoch mit dir.
Wo ist denn der jetzt? Ja, 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 ja. Hier ist einer. Hammer. Ach du Scheiße. Das ist ja uncool. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich jetzt hier hin soll. Wir machen mal zu B. Da hat gerade jemand auf mich. Hier ist ein Gegner. Achtung. Oh nein! Das ist uncool, uncool. Achtung. Okay, das hat leider nicht so viel gebracht, aber wir haben auf jeden Fall getroffen. Eine Minute muss man aushalten. Ich versuche jetzt mal den scheiß B-Punkt. Oh, der ist immer noch da. Ich versuche mal den scheiß B-Punkt einzunehmen. Ja, der ist über uns, wie es aussieht. Was für eine Peilerrunde, Leute. Muss ich irgendwie hoch. So. Ganz ruhig, Cloak. Okay, den Hammer. Also, der Gegner. Also, nee, unsere hat ihn gekillt, aber egal. Ich nehme mal die Waffe von dem. Boden, 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 Boden. So, neutralisieren wir den Punkt hier schnell. So. Gleich haben wir ihn eingenommen, Leute. Gleich haben wir ihn eingenommen. Der gehört zu uns. Okay, jetzt kommen hier Unterstützung. Das sieht gut aus. So, Hammer. Wunderbar. Oh, hier sind viele. Alter, wie ich halt astrein vorbei baller. So, wir können jetzt aber unseren Titan holen. Dann mache ich mal hier hoch. Hier runter, bitte. Das ist eine gute Stelle. Dann können wir erstmal versuchen, vielleicht den Punkt ein bisschen zu verteidigen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Bam, rein mit dir. Jetzt geht's los hier. So, wo sind sie denn, die Gegner? Oh, da ist einer. Der brennt schon. Der brennt schon. Okay, ich glaube... explodiert er jetzt? Nee, der lebt ja immer noch. So, jetzt ist er down. Wunderbar. Die haben schon wieder den Punkt eingenommen. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich irgendwie reinschießen? Bringt ja nichts, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ein Nachteil mit dem Titan, wenn wir hier nicht reinkommen. Hier ist wieder ein Gegner. Achtung, jetzt Feuer. Schön die Seite rein. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwas bringt, wenn man auf den Kopf oder so schießt. Ich weiß es nicht. Ganz ruhig. So, jetzt schießt doch gleich. So, Achtung. Bam. Okay, ich hätte mal loslassen sollen. Okay, weg hier erstmal. Wir müssen erstmal Schild hier aufladen. Oh nein, da kommt da wirklich noch ein zweiter. Okay, ich hau mal zu hier. Schutzschild, Feuer. Alter, ich muss erstmal weg hier. Ich muss viel, viel öfters noch diesen komischen Booster verwenden. Okay, Schild ist wieder da. Er kommt bestimmt gleich von der Seite, oder? Ja. Achtung, bam. Wieder gleichzeitig das Schild anmachen, so lächerlich. Achtung, so jetzt bam. Das war gut gewesen. Ah, wir sind gleich down, wir sind gleich down. Na komm, Schild. Oh, ich kann kein Schild mehr machen. Ah, stirb doch jetzt mal bitte. Wir müssen jetzt hier gleich rausspringen, leider. Okay, raus. Okay, das war leider zu spät gewesen. Ah. Der hatte, glaube ich, nicht mehr so viel gehabt. Guck mal hier, Assist 9%. Ich glaube, der 9% hat, auf den hatten wir die ganze Zeit geschossen. Ärgerlich. Ja, 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 schon klar. Also richtig warm werde ich gerade noch nicht mit diesem Modus hier. Gegner? Ich treffe nicht. Okay, ich habe einen. Glaub. So, jetzt treffe ich doch bestimmt mal hier, wenn das automatisch geht. So, ich. Das ist ein richtiger Gegner. Mal rein hier. Hier, 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 hier. Okay, der gehört nicht zu uns. Gut, nehmen wir erstmal den Punkt wieder ein. So, Hammer. Cloak. Hammer. Die nächsten. Okay, also ich finde das teilweise mit der Waffe schon cool. Also wenn man da dran ist, so ist das nice. Aber man muss halt bedenken, für die Pilots muss man die halt viel mehr markieren und so weiter, ne? Also da müssen die ja 3 bis 4 Mal markiert sein, man muss viel öfters treffen als die Crunts. Die Crunts sind ja fast immer One-Hit. So, wir müssen Punkt einnehmen. Punkt einnehmen, Punkt einnehmen. Geh mal zu C, würde ich sagen. Hier ist einer. Hammer. So, hier ist C. Gegner. Nächste Gegner. So, wir können Titan holen. Ich hole mal einen her hier. Den Punkt können wir mit dem Titan sogar ein bisschen beschützen dann. Vielleicht kommen wir hier sogar rein. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich würde ich gerne erst den Punkt einnehmen, bevor ich jetzt hier zu dem Titan gehe. Na komm, komm, komm. Gleich hammern, gleich hammern. Oh, die schießen schon drauf, oder? So, rein jetzt hier. So, ab geht's. So. Aber wir kacken die natürlich ganz schön ab, was die Punkte angeht.
Alter. Komm, 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 komm. Ich bin schon fast wieder down. Also ich glaube mit den Raketen, das hat mir alles besser gefallen, was ich davor hatte. Das ist gerade gar nichts, was ich hier zeige. Ich muss erstmal weg hier. Schutzschild aufladen. Komm, schnell, 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 schnell. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Den Hammer. Was ist das denn jetzt hier? Oh ne, das ist nur so eine Kapsel. Okay, hier ist er. Deckung. So, loslassen. Ah, ich muss das mit dem Loslassen noch ein bisschen besser machen, glaube ich. Der hat aber nicht mehr so viel. Weg erstmal. Ganz ruhig. Oh, da ist er schon wieder. Loslassen. Okay, das war nicht so gut gewesen. Scheiße. Scheiße, weg. Okay, auf jeden Fall hat er uns nicht getroffen. Okay, ich muss raus. Hier ist keine gute Posse. Okay, doch, wir sind doch rausgekommen. Ich dachte schon. Nice, Alter. Wir haben den sogar noch gekillt, weil unsere explodiert ist. Da hat sich doch mal gelohnt, das einzubauen. Komm, stirb, 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 stirb. Ah, damit. 33% hat er noch gehabt. Also, schade. Ärgerlich. So, ich versuche mal noch einen Punkt einzunehmen, aber das Ding ist... Ah, nee, okay, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Wo müssen wir hin? Wir müssen in die Richtung. Lauf mal hier lang. Cloak ist an gerade. Mal sehen, ob wir es schaffen, das scheiß Schiff. Wir dürfen jetzt nicht sterben oder so. Das ist aber auch kack weit weg, muss man wirklich mal sagen, hier. Hier kommen wir auch lang, okay. Ah, wir haben nur noch 25 Sekunden. Los rein hier, schnell. So, so weit ist es nicht mehr. So. Ah, die werden jetzt schon hier campen. Ich mach nochmal Cloak an. Ah, du kommst doch hier hoch, oder? Sag mir bitte jetzt... Oh nein, wir kommen jetzt nicht hier hoch. Okay, ich muss da irgendwie eine... Na... Komm da jetzt mal hoch mit dir. So, da ist das Schiff. Hoch. Oh, das ist doch scheiße. Hier über die Tonnen. Komm, 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 komm. Alter, das ist doch zum Kotzen. Ganz ehrlich. So, jetzt. So. Rein, 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 rein. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Ich hab's geschafft, Leute. Alter, was für ein Rumgegimmel schon wieder. Wie jetzt? Ich bin Erster. Alter. Ich war in keinem guten Team, wie es aussieht. Alter. Okay, na, so viel zum Modus Hardpoint Domination. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal spielen, ein, zwei Mal. Aber mir hat das Deathmatch an sich, also was wir davor hatten, auch letzte Folge und so, das hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber cooler war es trotzdem gewesen. Und ich habe das Schiff erreicht, was mich super freut. Alter, wie viel XP das gibt, krass. Puh, ja, nee, in diesem Sinne würde ich erstmal an dieser Stelle Schluss machen. Könnt mir auch in die Kommentare schreiben, worauf ihr mehr Bock habt. Ich glaube aber, dieser Last Team Standing und dieser Last Titan Standing, der wird nicht so spannend sein, weil die gehen immer sehr, sehr kurz. Ich habe den einmal schon ausprobiert, da ging das irgendwie 30 Sekunden oder 50 Sekunden oder so. Und dann musste man schon wieder ins nächste Match. Ich finde das cooler, wenn man wirklich sich den Titan erarbeiten muss und das wirklich was Besonderes ist und man aber auch respawn. Das ist interessant auch als Let's Play. Aber zu diesen zwei Modi, einmal dieses Team Deathmatch und einmal dieses mit diesen Punkten einnehmen, könnt ihr schreiben, worauf ihr mehr Lust habt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Folge dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.